Sachsen gekommen sind. Wir wollen ja dieses Jahr wieder den Sportverwalt 2012 feiern. Und wir sind natürlich stolz darauf, dass Sie wieder mitgetippt haben bei der Frösi und bei der Jungen Welt. Das sind ja unsere Partner bei der ganzen Aktion. Und da haben wir natürlich unsere Sportler und Sportlerinnen heute mit da, die also gekürt werden, von Ihnen getippt sind, muss man ja mal dazu sagen. Und ja, es sind verschiedene Rubriken und fangen wir mal bei der ersten an. Ich hoffe, Sie sitzen alle gut. Ja. Sie sehen alle? Ja. So. In der Kategorie Hürdenlauf sind nominiert Roland Kriecher, Ingo Krüger und Hans-Joachim Ende. Und? Jetzt ist ja die Spannung ganz groß. Was tippen Sie? Kriecher, genau. Oh ja, Sie haben recht. Roland Kriecher. Voll Alter. Mit dem richtigen Sportarzt an der Seite schaffte er so manche Gegner und manche Hürde. Begrüßen Sie mit mir Roland Kriecher. Thank you.
Jawohl! Ja.
dass die mal schwanger tanzen lassen. Kann ich mir Eisstock schieben? Danke, das war's. Ja, curly. Im Eisstock ist es leider immer so, dass mir ganze Mannschaften ausgeschrieben haben, aber ich muss Ihnen sagen, das ist immer ein bisschen schwierig, alle hier reinzubringen. Wir haben ja eh schon Platznot. Und damit wird also ein Vertreter auftreten. In der Kategorie Eisstockschießen sind nominiert der TSV Kühlbach, SV Unterarm und NSV Gelb-Weiß. Gelb-Weiß. Unterarm. Schön, wir sehen nochmal, dass wir auch verschiedene Sachen getippt haben. Na? Also eine Vertreterin kommt. Die ist heiß auf Eis. Ihre eleganten Bewegungen auf dem kalten Boden sind genauso anmutig, bitte beachten Sie das, ja? Anmutig wie Ihre Körperhaltung beim Anvisieren des Zieles mit dem Eisstock. Begrüßen Sie mit mir die Vertreterin des Clubes, natürlich unter anderem, ja, Ramona Blasehase! Thank you.